Kannst du mit deinem Home-Recording-Studio von zu Hause aus Geld verdienen? Und wenn ja, wie stellst du das am besten an? Darum geht's in diesem Video. Bleib dran! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. In diesem Video geht's allerdings nicht um Logic Pro, sondern ums Geldverdienen mit dem Home-Recording-Studio. Ich bin heute nicht im Tonstudio wie sonst immer. Ich bin nämlich in einem Bauwagen in Spanien hier mit Reisetonstudio, weil ich dem Kunden hier helfe, ein Tonstudio aufzubauen. Deswegen dieses etwas improvisierte Setup hier. Also legen wir gleich los. Nehmen wir mal an, du hast dir zu Hause ein kleines Home-Recording-Studio eingerichtet, hast schon ein paar Sachen abgemischt von deiner Band oder hast dir ein paar Beats gebaut oder hast ein paar Produktionen gemacht, Songs geschrieben, die du selber schon ganz gut findest, oder du hast einen Tontechnik-Kurs gebucht oder dir einen Mixing-Kurs angeschaut, du bist ganz zufrieden mit deinen Produktionen und du denkst, hey, es wäre doch ganz cool, wenn ich jetzt mit meinem Home-Studio hier von zu Hause aus ein bisschen Geld dazu verdienen könnte. Aber wie stellst du das jetzt am besten an? Genau zu diesem Thema gebe ich dir jetzt 10 Tipps. Und ich habe die Tipps so aufgebaut, dass es erst um Anfängertipps geht und danach gibt es ein paar fortgeschrittenere Tipps, falls du schon dich ein bisschen länger damit beschäftigst, wie du Kunden ziehen könntest und das vielleicht nicht so ganz funktioniert. Und deswegen fangen wir gleich an mit Tipp Nummer 1. Und das ist dein aktuelles Portfolio. Ein Portfolio ist zum Beispiel eine Landingpage, auf der ein paar Songs von dir sind, die du abgemischt oder produziert hast, oder ein Soundcloud-Account, wo ein paar Songs von dir drauf sind, dass potenzielle Kunden Songs von dir anhören können. Das ist natürlich wichtig, denn wenn ich jetzt zu dir kommen würde und würde sagen, hey, für 70 Euro mische ich dir deinen Song ab, das wird große Klasse, ich habe die totale Ahnung und das wird richtig gut und du kennst mich nicht, würdest du mir 70 Euro in die Hand drücken und würdest sagen, ja klar. Nein, eher nicht. Also deswegen brauchst du ein aktuelles Portfolio. Die Betonung liegt hier auf aktuell natürlich. Also nimm bitte nicht deine Anfängerversuche, die du da produziert hast und die womöglich nicht so gut klingen, sondern nimm die aktuellsten, von denen du schon recht überzeugt bist und von denen du der Meinung bist, okay, die können die einem Kunden zuschicken und oder er könnte sie sich anschauen auf einer Landingpage oder wo auch immer, damit er weiß, um was es geht und die eventuell bereit ist, dir Geld zu bezahlen, damit du seinen Song mischst oder was für ihn produzierst. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2 und das ist der kostenlose Probemix. Ich weiß, das klingt überhaupt nicht sexy am Anfang, aber der Konkurrenzdruck ist in den letzten Jahren in diesem Segment massiv gestiegen. Jeder baut Beats, jeder produziert Musik für dich, Mastering-Studios sprießen aus dem Boden wie die Pilze. Also Online-Mastering, Online-Mixing-Services gibt's wie Sand am Meer. Das heißt, und das ist meine Meinung, als Anfänger hast du gar keine andere Chance, als Klingel zu putzen, dich anzubieten. Konzerte zu besuchen von Bands ist in der Zeit gerade ein bisschen schwierig. Oder Bands einfach anzuschreiben, die dir selber gut gefallen. Durchforst dir mal Instagram-Profile oder Facebook-Profile von Bands. Wenn dir was gefällt, dann schreib dir an und sag, hey, ich fange gerade an zu mischen. Ich würde euch einen Song kostenlos mischen. Euren nächsten Song, ich würde den kostenlos mischen und oder mastern. Hier ist meine Adresse, das ist mein Angebot an euch, mir gefällt eure Musik wirklich gut. Wäre das eine Möglichkeit, dass ich das für euch kostenlos mal mache und dass ich mich hier anbieten kann. Ja? Und das ist ein langer und zäher Vorgang, das kann ich dir versprechen, aber irgendwann wird mal jemand kommen und wird sagen, okay, wenn du mir das anbietest, dann mach's doch einfach mal, ich habe ja nichts zu verlieren, du machst es kostenlos und wird dir seine Spuren anvertrauen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du wirklich das Beste rausholst und hier Erfahrungen sammelst. Ja, und lass dich dabei nicht unterkriegen, wenn dem Kunden mal ein Mix nicht gefällt, schreib den nächsten an und probier weiter. Und irgendwann, verspreche ich dir, wirst du durch diese Strategie des kostenlosen Probemixes zu deinem ersten zahlenden Kunden kommen. Tipp Nummer 3, und der ist extrem wichtig, und das ist die richtige Positionierung. Es ist wichtig, weil, wie schon angesprochen, der Markt explodiert, die Konkurrenz explodiert. Du musst dich richtig positionieren. Und was meine ich jetzt damit? Schärfe dein Profil. Das bedeutet zum einen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ganz, ganz wichtig. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich am Anfang, als ich Kunden gesucht habe, für die ich mischen kann, alles angenommen, was nur ging. Ich habe Schlagerjobs angenommen, EDM, Hip-Hopper, Metal-Bands, Pop-Bands, Rock-Bands, alles, was nur ging. Und dadurch bin ich oftmals auf die Fresse geflogen, weil manchmal den Leuten das einfach nicht gefallen hat. Was heißt, manchmal ist es öfter passiert, dass Leute gesagt haben, hey, das gefällt mir nicht, das ist nicht gut. Also, biete nur Dienste an für Genres oder in Genres, die du auch machen kannst. Ja, wenn du Hip-Hop-Beats programmierst, dann sag nicht, dass du Rock-Arrangements machst oder Schlager-Arrangements, nur weil du jung bist und das Geld brauchst. Ja, lass es bleiben. Konzentrier dich
Gerade als Anfänger auf ein bis zwei Hauptbereiche, Rock und Pop, Rock und Funk, Hip-Hop und Trap, Sachen, die so ähnlich sind, mit denen du dich wirklich auskennst, in denen du mischen, mastern oder produzieren kannst und biete dann nur das an. Du wirst am Anfang vielleicht weniger Anfragen bekommen, aber letztendlich zahlt sich das aus, weil du wirklich nur das machst, was du auch kannst, was dir gefällt und von was du überzeugt bist. Was auch sehr, sehr gut ist, ist, für was stehst du? Kannst du etwas zum Beispiel besonders gut? Das ist auch wichtig. Wenn du zum Beispiel ein Instrument spielst oder sogar mehrere, so wie ich, dann kannst du gegenüber all denen, die nur abmischen oder mastern können, schon rausstechen. Dazu eine kleine Geschichte. Ich habe eine Band abgemischt, ziemlich am Anfang. Es war so eine Klassik-Rock-Band. Es war nur eine Gitarrenband, also nur Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang. Und ich habe die abgemischt und habe mir gedacht, hey, so eine Hammond-Orgel könnte ganz gut passen und habe einfach eine Hammond-Orgel dazu eingespielt und habe noch einen Flächensound dazu einprogrammiert. Das habe ich ihnen abgemischt, den Song, und habe geschrieben, hey, ich habe hier noch eine Hammond-Orgel eingespielt, ich fand, dass die beim Refrain ganz gut passt. Und das kam sehr, sehr gut an. Das war echt ein Game-Changer für mich. Und diese Band hat mich immer und immer wieder gebucht, weil sie sehen einfach, okay, du stichst hier raus, du hast eine Ahnung von dem, was du tust, du kannst ihre Recordings, ihre Produktion auf das nächste Level hieven. Also überleg dir ganz genau, wie kannst du aus der Masse rausstechen? Was kannst du besser als irgendwelche anderen, die den gleichen Service anbieten wie du? Kommen wir zu Tipp Nummer 4, und das ist deine Homepage. Wenn du also ein Portfolio hast oder eine kleine Landingpage, am Anfang brauchst du noch keine große Homepage, du bekommst immer mehr Kunden und vielleicht auch schon ein paar bezahlte Kunden, die dich bezahlen, dann ist es wichtig, dass du eine eigene Homepage hast. Und tu hier dir bitte einen Gefallen und mach den Fehler nicht, den ich gemacht habe. Nimm nicht irgendeinen billigen Baukasten und schwurbel dir deine Homepage selber zusammen. Auch wenn diese Homepage-Baukästen heutzutage schon ganz gut aussehen, sondern lass es einen Profi machen. Oder lass zumindest die SEO, also die Suchmaschinenoptimierung, von einem Profi machen. Ich sage es jetzt schon zum dritten Mal in diesem Video: Konkurrenzdruck. Es gibt wahnsinnig viel Konkurrenz. Du musst irgendwie die Chance haben, auch über Suchmaschinen gefunden zu werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also lass es einen Profi machen, denn du wirst allein durch so einen Homepage-Baukasten mit irgendeinem SEO-Zusatzprogramm, wo du da so ein bisschen Adressen eintippst und dich irgendwie in Google Maps einträgst oder sowas, vergiss es. Das hat mit professioneller Suchmaschinenoptimierung nichts zu tun. Buch dir bitte jemanden, der dir diese Homepage machen kann. Das sieht A, besser aus und nicht wie so ein Baukasten. Und B, ganz wichtig, der dir eine Suchmaschinenoptimierung macht. Und schau auch, welche Keywords du haben möchtest, welche Keywords gesucht werden tatsächlich in diesem Bereich und wieder, wo du rausstechen könntest. Und besprich das dann mit dem Profi. Das kostet ein paar hundert Euro oder vielleicht sogar auch über 1.000 Euro, je nachdem, was du machst. Aber glaub mir, es zahlt sich später doppelt und dreifach aus. Denn eine Homepage, die du selber gebastelt hast, die ganz nett aussieht, die aber keiner findet, weil sie schlecht optimiert ist, bringt dir einfach gar nichts. Also Homepage bitte vom Profi machen lassen. Kommen wir zu Tipp Nummer 5, und wahrscheinlich bekomme ich da einigen Gegenwind, und der ist: Schalte keine Anzeigen oder Ads oder Werbung auf Instagram oder Facebook oder sonst wo. Insbesondere am Anfang nicht. Ja? Das würde dich vielleicht schockieren, weil viele werben damit, dass du mit Facebook-Ads oder Instagram-Ads, dass du dich vor ein riesiges Publikum bringst, und wenn du nur die richtige Zielgruppe einstellst, dann fliegen dir die Kunden sozusagen automatisch ins Haus und du verdienst dich dumm und dämlich. Ich glaube persönlich nicht daran. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sind durch Facebook-Ads reich geworden. Das mag sein, und ich bin hier auch absolut kein Profi, das muss ich dazu sagen. Aber ich finde, in diesem Metier, wenn es darum geht, um Musik, um dieses Metier einfach, dass jemand dir sein Baby, weil Künstler sind da immer sehr empfindlich, ob es jetzt ein Rapper ist oder eine Metalband, die geben ihr Baby in deine Hände und du sollst es veredeln. Und dazu finde ich es ganz wichtig, dass erstmal eine persönliche Basis da ist. Ich möchte diesen Menschen auch kennen, dem ich da ein bisschen kennengelernt habe vorher, wenn ich ihm meinen neuen Song, den ich selber getextet und eingespielt habe, wenn ich ihm den in seine Hände gebe. Ja, ich möchte wissen, was ist das für ein Mensch, weil das ist mir wirklich wichtig. Und ich mag dann nicht auf irgendeine Anzeige antworten. Den habe ich vorher noch nie gesehen. Siehst du jetzt bei Instagram gerade wahnsinnig viel, bei Facebook auch. Hallihallo, hier ist Tonstudio 0815. Wir bieten die besten Preise, die schnellsten Mixe und wir sind die geilsten Typen, ja.
Sowas hat immer für mich für mich persönlich wirkt das immer so wie irgendwie so ein kleiner Hund, so ein kleiner Pinscher, der mir am Bein hochspringt und sagt, beachte mich, ich bin ganz wichtig, ich bin ganz toll. Ja. Und was auch wichtig ist, wie man es auch vergleichen kann, ist, wenn du Advertising schaltest, wenn du Werbung schaltest für bestimmte Zielgruppen, sei dir immer über eins im Klaren. Du setzt dich ungefragt in das Wohnzimmer anderer Leute. Was macht man eigentlich nicht? Ja, ich wiederhole es nochmal. Mit einer Werbeanzeige in sozialen Medien setzt du dich ungefragt in das Wohnzimmer anderer Leute. Das heißt, jemand scrollt durch seinen Feed, durch seine Startseite, möchte sich seine Sachen anschauen, die er abonniert hat oder was ihn interessiert, und auf einmal kommst du und sagst, hey, hi, Tonstudio so und so, ich mache dir das so und so. Das hat für mich immer so den Eindruck, hat er vielleicht zu wenig Kunden? Ist er ganz neu? Ist er unerfahren? Ist vielleicht seine Arbeit nicht gut? Bucht ihn keiner mehr und er braucht deswegen Aufmerksamkeit? Es hat für mich immer so ein bisschen so einen Geschmack, so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack. Ja? Probier es lieber über gute Arbeit zu machen. Probier, wenn es wieder möglich ist, rauszugehen und Bands selber anzusprechen oder ehrlich und persönlich anzuschreiben. Das ist immer besser wie irgendein Advertising in Social Media Plattformen. Meine Meinung. Tipp Nummer 6. Kommuniziere glasklar, was der Kunde für sein Geld bekommt. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch da habe ich viele Fehler gemacht. Du siehst, ich rede über sehr viele Fehler von mir selber, aber ich möchte ja nicht, dass du sie machst. Also, es ist wirklich wichtig, wenn du jetzt abmachst, ich mische dir deinen Song. Nehmen wir mal an, es ist eine Band. Ich mische deinen Song. Das kostet 120 Euro plus Mehrwertsteuer. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass der Kunde weiß, was er dafür bekommt. Das ist wirklich sehr wichtig. Das bedeutet zum Beispiel, wie viele Revisionen, also 3 Revisionen bekommst du. Wie viele Versionen von dem Song bekommt er? Ja, möchte er zum Beispiel den Song später mal für Karaoke verwenden? Also will er eine Spur mit Vocals, eine Spur ohne? Das ist alles zusätzliche Arbeit für dich. Ein weiteres Beispiel, wie viele Spuren darf der Song haben? Ja, sonst machst du mit ihm was ab. Und er schickt dir ein Projekt mit 129 Spuren, ja, das dauert natürlich viel länger wie ein Projekt mit 20 Spuren. Oder er schickt dir eine Pink Floyd Oper von 25 Minuten, ja. Also das sind Sachen, die musst du wirklich vorher genau abklären und auch am besten in dein Angebot reinschreiben. Ich rate dazu immer, ich mache das immer so, ich schreibe ein Angebot, da kann sich der Kunde schon mal durchlesen, was er alles bekommt, wie lang darf der Song sein, wie viele Spuren und so weiter. Dann weiß er das schon mal und dann sind schon mal diese Sachen klar. Also deswegen klär vorher ganz genau ab, was der Kunde für sein Geld bekommt. Tipp Nummer 7. Kommuniziere glasklar, was du vom Kunden brauchst. Denn nicht nur der Kunde will was von dir, du willst auch was vom Kunden. Und das sind ordentlich aufbereitete oder vorbereitete Spuren. Also zum Beispiel ist wichtig, dass alle Spuren den gleichen Startpunkt haben. Ja? Das passiert oft, gerade bei unerfahrenen Bands oder Künstlern, die schicken dir dann 45 Spuren und alle haben einen unterschiedlichen Startpunkt und starten nicht bei Takt 1 und du musst dann diese Spuren irgendwie zeitgenau übereinander schieben. Was auch oft passiert, sind, dass Spuren übersteuert sind, dass Störgeräusche drin sind, dass Knackser drin sind oder extrem laute Atmer. Solche Geschichten, das solltest du auch vorher abklären. Du solltest auch abklären, welches Format möchtest du. Kann er dir ein komplettes Projekt zuschicken, zum Beispiel ein Logic-Projekt, in dem du dann mischst, oder ein Cubase-Projekt, in dem du dann abmischst, oder möchtest du nur Waffspuren haben, um sie abzumischen? Also auch das solltest du vorher abklären, was brauchst du vom Kunden? Ansonsten nagelt er sich nachher fest und sagt, hey, du hast gesagt, du mischst den Song, ich habe dir jetzt hier das Projekt geschickt und jetzt mischen gefälligst auch ab. Ja, weil zum Beispiel in einem Projekt abzumischen, wenn mir jemand ein komplettes Projekt schickt in Logic, ist das ja viel aufwendiger, weil ich muss ja erstmal sein Routing verstehen. Wenn es ein Anfänger ist, ist es meistens die komplette Katastrophe. Ich muss Sachen zusammenbouncen oder muss Sachen zusammenfassen und so weiter. Das ist wesentlich aufwendiger und komplizierter, wie wenn ich nur 24 Spuren kriege, die ich dann abmischen kann. Tipp Nummer 8, Produktionsstart nur nach Anzahlung. Also ich habe es vorher erwähnt, wir kommen jetzt langsam ein bisschen in die fortgeschrittenere Sektion oder in Sektion für Fortgeschrittenere. Das ist eine Sache, wenn du schon jetzt länger abmischst und vielleicht auch schon ein paar Jobs hattest, wo du Geld damit verdient hast und aber hier und da schon mal Ärger hattest. Also
Nehmen wir mal an, folgendes Beispiel. Hubert ist irgendwie ein Bekannter von dir und Hubert sagt, hey, ich möchte gerne, dass du meinen Song abmischst. Ich habe von dem und dem gehört, du kannst es gut. Und du denkst, hey, das ist so ein Buddy-Geschäft, guter Kumpel von einem guten Kumpel, mache ich dir okay. Er schickt dir 50 Spuren zu. Du stürzt dich rein, ist dein dritter oder vierter Job, wo du Geld kriegst, möchtest es unbedingt machen. Setzt dich hin, einen ganzen Tag lang, wenn du frei hast, mischst 6-7 Stunden und schickst ihm dann deinen Probemix sozusagen zu. Du hast den schon fast komplett abgemischt oder hast zumindest einen ganzen Refrain abgemischt, schickst ihm das zu, hörst 3 Tage nichts, fragst nochmal nach und Hubert schreibt dir dann nach weiteren 3 Tagen, hey, es hat jetzt doch irgendwie ein Kumpel in GarageBand für mich abgemischt, ich brauch's nicht mehr, sorry, ich hab's vergessen, Bescheid zu sagen. Mir 2 oder 3 Mal passiert am Anfang, seitdem starte ich eine Produktion nur nach Anzahlung. Das hat 2 positive Effekte. Zum einen mal weißt du, ob der Kunde es auch wirklich ernst meint oder ob dich nur voll quatscht, was auch einige machen. Einige wollen zum Beispiel sich ein Projekt abmischen lassen und schreiben dir schon 20 E-Mails vorher. Und wenn du dann fragst, ja, schick mir das Projekt einfach mal zu, dann erfährst du, dass der Song noch gar nicht geschrieben worden ist. Also auch das habe ich schon erlebt. Also deswegen, sag, dein Mix bei dir kostet Betrag X und ich möchte gerne, dass du Betrag X vorüberweist und erst dann startest du die Produktion und trägst die tatsächlich in deinen Kalender ein. Wenn du das noch nicht so lange machst, dass du Geld verlangst für deine Produktion, für deine Mixe, für deine Texte, die du schreibst oder für deine Beats, die du baust, mag dir das am Anfang ein bisschen komisch vorkommen und du traust dich noch nicht so richtig, Geld im Voraus zu verlangen. Aber du sparst dir danach viel Ärger. Und das ist wirklich jetzt eine Sache, wenn du das schon ein paar Mal gemacht hast und auch ein bisschen selbstbewusster schon geworden bist in der ganzen Sache. Aber dann ist es ja auch wichtig, wenn du mehrere Kunden hast, dann möchtest du ja auch dir nicht irgendwie für einen Kunden mischen, wo du gar nicht weißt, sehe ich dann später Geld oder sagt er dann wieder ab, so wie Hubert. Ja, sondern es ist auch wichtig für dich, du weißt, okay, ich habe jetzt hier so und so viel Geld Anzahlung bekommen. Das setzt dich auch unter einen positiven Druck, dass du loslegst und die Sache zügig startest. Und der Kunde weiß, okay, das funktioniert. Deswegen immer nur mit Anzahlung arbeiten, wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist in diesem Bereich. Wir kommen zu Tipp Nummer 9 und dabei geht es um Albumproduktionen. Jetzt sind wir noch ein bisschen weiter fortgeschritten. Also, wenn du ein Album produzieren oder mischen solltest für einen Künstler, dann möchte ich dir 2 Sachen ans Herz legen, die ich auch wieder aus meiner Erfahrung oder auch wieder schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Das erste ist, wenn du ein Album produzieren solltest, mach's auf jeden Fall so, dass wenn du zum Beispiel 10 Songs abmischen möchtest, dass du dir die Rohspuren von allen 10 Songs vorher zuschicken lässt von der Band. Ja? Bevor du ein Album mischst, muss dieses Album aufgenommen sein von der Band. Ganz, ganz wichtig. Ich erkläre dir gleich, warum. Zweitens, setz ein Zeitlimit, wann die Produktion fertig sein soll. Das ist auch wichtig. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Nochmal eine Geschichte aus meiner Erfahrung, aus meinem Erfahrungsschatz jetzt hier. Ich hatte relativ am Anfang, als ich angefangen habe zu mischen, gleich einen recht großen Job von einer Band durch Glück bekommen. Und ich sollte ein Album für sie abmischen. Und ich war natürlich aufgeregt. Es ging, glaube ich, sogar um 14 Songs, also richtig viel. Und ich war natürlich aufgeregt und habe einen Kostenvoranschlag geschrieben und habe sogar noch so schlau gemacht, dass ich die Songs sehr, sehr billig gemacht habe oder meine Mixe sehr billig gemacht habe. Ich glaube, es waren 60 oder 70 Euro pro Song. Ja, viel zu billig. Und habe gesagt, ihr kriegt einen Song oder einen Mix für 60 oder 70 Euro, wenn ihr alles im Voraus überweist. Ja? Und das hat die Band auch gemacht. Sie haben das Geld überwiesen, also 60 oder 70 Euro pro Song, das haben sie alles in einem Betrag überwiesen. Und dann haben sie mir 3 Songs zugeschickt. Ja? Die ersten 3 Songs habe ich gemischt, das war wunderbar und die Band war sogar auch zufrieden, also es ist richtig rund gelaufen. Und nach diesen 3 Songs habe ich auf einmal von dieser Band nichts mehr gehört. Und dachte ich mir, was ist jetzt los? Ich war eigentlich heiß drauf, weiterzumachen. Und irgendwann nach 1-2 Monaten habe ich die Band dann angeschrieben, habe gefragt, hey, was ist denn los? Wir haben 3 Songs gemischt, 14 brauchen wir. Wann kommen denn die restlichen Songs? Dann habe ich als Antwort bekommen, ja, wir sind jetzt gerade im Urlaub oder einer ist irgendwie auf Reisen oder macht sein Auslandspraktikum als Student und der Sänger ist übrigens auch jetzt ausgestiegen aus der Band, wir brauchen noch Zeit. Das ist natürlich ultra nervig, ja.
irgendwann habe ich das dann mehr oder weniger vergessen und nach 3-4 Monaten meldet sich die Band dann wieder mit einem Song. Also hatten sie jetzt einen weiteren Song aufgenommen und den sollte ich dann abmischen. Das habe ich dann noch gemacht und dann musste ich wieder 3 Monate warten, bis der nächste Song kam. Und das ist ultra nervig. Insgesamt habe ich, glaube ich, 2,5 Jahre an diesem Album rumgemischt. Und das ist zäh. Aus folgenden Gründen. Du hast das Problem, dass du, wenn du so lange an einem Album mischst und jetzt 2 Monate überhaupt nicht mehr gemischt hast, diese Band, hast du den Sound überhaupt nicht mehr im Ohr. Das ist schlecht für dich und auch schlecht für die Band. Ja? Ich wusste gar nicht mehr, wie habe ich denn die Gitarren von dem abgemischt. Also die Songs waren alle im ähnlichen Genre. Wie habe ich die Gitarre von dem abgemischt? Das heißt, du musst dich nach 2 Monaten wieder komplett in dieses Programm, in diesen Sound reinarbeiten. Und das kostet dich viel, viel länger Zeit, wie wenn du so ein Album-Mix schnell durchreißen kannst. Ja? Wenn du das schnell wegreißen kannst. Deswegen, wenn sowas ist und die haben nicht alle Songs fertig, ich rate eh nicht dazu, das zu machen, dann setz ein Zeitlimit und sag, bis in 6 Monaten, allerspätestens, muss ich alle Songs haben, ansonsten löse ich den Vertrag auf. Ich würde aber dazu nicht raten, ich würde sagen, okay, ihr wollt ein Album bei mir aufnehmen, dann schickt mir alle Songs auf einmal zu. So, jetzt hast du die Rohspuren von 10 oder 12 Songs. Jetzt kannst du gucken, okay, hier habe ich 2 Wochen frei und dann baller das Ding in 2 oder 3 Wochen durch und misch es ab. Das hat den Vorteil, du bist in dem Song drin, du weißt genau, wie mische ich das Schlagzeug, in der Regel zum Beispiel immer das gleiche Schlagzeug. Das hat den Sound, musst du nur so ein bisschen leicht variieren, aber so die Grunddinge davon, die weißt du schon. Und somit klingt das Album dann am Schluss auch viel eher aus einem Guss. Also das ist ein ganz wichtiger Tipp für Albumproduktion und damit kommen wir schon zu Tipp Nummer 10. Da werden wahrscheinlich auch einige lachen, aber den finde ich ganz besonders wichtig und das ist, die Band muss draußen bleiben. Ja, ich kann es dir nur ans Herz legen, ich weiß, dass andere Meinung sind und ich erlebe es auch bei uns im Studio, dass es manche machen, dass sie beim Abmischen die Band mit dabei haben. Ich kann das überhaupt nicht leiden, ich mische immer grundsätzlich alleine ab. Das Problem ist, dass Musiker und eine Band besteht in der Regel zumindest immer aus Musikern, ja, besseren, talentierteren oder untalentierteren, aber es sind Musiker und in der Regel haben Musiker keine Ahnung oder wenig Ahnung von Mixing oder von Audio Engineering oder von Mastering. Es ist nicht böse gemeint, sondern es ist einfach, es sind 2 Paar Stiefel, ob du Musik machst oder ob du sie abmischst. So wie Flaschner und Schreiner, ja, die können sich auch nicht gegenseitig irgendwelche Tipps geben. Ja? Also wenn du jetzt dran sitzt, die Band sitzt hinter dir, die haben vielleicht schon den letzten Song gerade erst aufgenommen, jetzt werden ein paar Bierchen aufgemacht oder was weiß ich, was sie fabrizieren, sitzen hinter dir im Sofa, 5 Typen oder wie auch immer, du fängst an zu mischen und nach 2 Minuten kommt schon der Erste und sagt, ey, die Snare-Drum würde ich jetzt aber lauter machen, das habe ich schon mal in einer anderen Produktion gehört, bla bla bla. Dann fangen die an, dir Tipps zu geben, du drehst irgendwann komplett durch. Tu das bitte nicht. Die Band muss draußen bleiben. Das bedeutet, du mischst das Album ab oder den Song oder die EP, was auch immer es ist, die kannst du abmischen und dann kannst du, wenn die Band in der Nähe ist oder bei dir im Studio aufgenommen haben, dann können die gern zu dir kommen und ihr könnt zusammen nochmal besprechen, wenn der Mix fertig ist, was ihnen nicht gefällt. Das ist in Ordnung, aber während dem Mixing-Prozess rate ich dir, sei alleine, denn nur dann bist du fokussiert, bist konzentriert und kannst ordentlich arbeiten. Was mich jetzt noch brennend interessiert, ist deine Meinung. Hast du auch schon mal für Geld abgemischt oder hast du das vor oder hast du irgendwie mal schräge Erfahrungen gemacht mit Kunden? Das würde mich sehr interessieren und wenn du mir es unten in die Kommentare schreibst, hilfst du vielleicht auch anderen, diese Fehler nicht zu machen. Also, wenn du das machst, schreibst du bitte rein, vielleicht auch was du machst und die schrägste Erfahrung, die du hattest mit irgendwelchen Kunden. Das würde mich richtig interessieren. Ich hoffe, dass dir die Tipps geholfen haben. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir das mit einem Daumen nach oben oder mit einem Abo zeigst und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!